Ja, hallo Freunde der guten Laune und der besten Unterhaltung und willkommen zu den neuesten Neuigkeiten rund um den zukünftigen Subway Sim 2. Bevor wir gleich loslegen, wenn ihr Bock habt, ich habe dazu extra mal ein Video gemacht. Letzte Woche war es, glaube ich, gewesen, da haben wir so ein bisschen über Subway Sim Hamburg an und für sich gesprochen. Ob noch großartig was passiert, wenn ihr Interesse habt, klickt einfach mal aufs Video und ich würde sagen, wir legen los. Wie einige unter euch ja wissen, ist es ja bei Subway Sim 2 so, dass wir nicht nur Berlin bekommen, sondern als kleines Dankeschön und vielleicht auch so ein kleiner Wermutstropfen dazu, dass jetzt Subway Sim Hamburg doch kurzzeitig schließen musste, beziehungsweise es an ACTA gelegt worden ist. Immerhin gab es doch ein Mega-Update, kam es doch relativ schnell und zeitig dazu, dass wir jetzt Subway Sim 2 erhalten sollen. Ich denke mal, der Release wird 2025 anstehen und das Ganze wird gleichzeitig auf den Konsolen sowie auf dem PC stattfinden. Kommen wir jetzt aber mal zurück zu Subway Sim 2. Wir haben Berlin, wir haben Hamburg und auch in Hamburg wird sich einiges tun, denn Hamburg wird von Grund auf nochmal erneuert. Dazu haben sie schon vor einigen Wochen ein paar Bilder, ein paar Vergleichsbilder mitgegeben, die ein bisschen schwierig gewählt waren, weil auch wie manche in den Kommentaren beziehungsweise auch als Feedback dargelegt haben, waren die Vergleiche nicht so astrein gewesen. Auf den ersten Blick wirkte es so, dass das, was von Subway Sim 2 ist, eigentlich Subway Sim Hamburg ist, also gefühlt vorher, nachher einfach vertauscht ist. Weil, denn die Bilder machten eher so den Anschein, als gibt es jetzt nicht viele Verbesserungen, sondern eher Verschlechterungen. Wie dem aber auch sei, gibt es heute neue Bilder. Nämlich, es gibt einen Blick nach Hamburg. Und was die Entwickler dazu schreiben, möchte ich ganz gerne mal vorlesen. Vor einigen Wochen hatten wir schon mal erwähnt, dass neben der Berliner U-Bahn auch die Hamburger U3 im Subway Sim enthalten sein wird. Seitdem hat sich viel getan. Und daher zeigen wir euch heute, wie die Neuerungen aus Berlin auch in Hamburg ihre Wirkung entfalten. Das neue Licht- und Wettersystem. Dank der überarbeiteten Wetter-, Licht- und atmosphärischen Effekte taucht Hamburg in eine völlig neue Stimmung ein. Egal ob bei strahlenden Sonnenschein oder regnerischen Schiedwetter, die Stadt wird euch mit den beeindruckenden Details und stimmungsvollen Beleuchtungen begeistern. Im zweiten Blick seht ihr übrigens auch die komplett überarbeitete KI-Verkehr auf den Straßen. Da kommt doch gleich viel mehr Stimmung auf. Und das gucken wir uns einfach mal so ein bisschen an. Das sind jetzt hier die zwei Bilder, wo wir halt so ein bisschen jetzt erahnen können, was hat sich denn jetzt hier getan, gerade in Sachen Wetterwechsel. Wir sehen zum Beispiel auf dem allerersten Bild strahlender Sonnenschein, paar Wolken, also eigentlich im Endeffekt ein perfektes Frühlingswetter und weiter runter geht es dann so ein bisschen in die Abenddämmerung und wir sehen halt da schon den großen Unterschied. Das heißt, das Lichtsystem soll angeblich laut dem verbessert worden sein. Was natürlich sofort auffällt und was auch gerade erwähnt worden ist, ist natürlich das überarbeitete KI-Verkehrssystem, das aufgrund der Heckscheinwerfer natürlich schon realistischer daherkommt. Komplett neue Gleise mit angepassten Stationen. Auch die Infrastruktur von Hamburg hat ein Upgrade erhalten. Für Subway Sim 2 haben wir unser Gleissystem von Grund auf neu entwickelt. Mit akkuraten Bogenradien, Übergangsbögen und Überhöhungswerten sorgen wir für ein noch realistisches Fahrgefühl. Dafür wurde jedes einzelne Gleis in Hamburg komplett neu gelegt. In diesem Zusammenhang haben wir alle Stationen auch gleich einer kleinen Überarbeitung unterzogen, sodass jetzt auch die barrierefreien Zustiege mit den unterschiedlichen Einstiegshöhen nachgebildet sind. Zumindest bei jenen Stationen, die in der Realität schon barrierefrei sind. Und dazu haben wir auch noch neue Bilder erhalten und die, ja, lassen sich auf alle Fälle schön ansehen. Was natürlich immer ein bisschen schwierig ist, sind wir mal ganz ehrlich, gerade Entwicklerbilder geben manchmal das Bild ein bisschen schöner dar, als es manchmal in Wirklichkeit ist. Aber viele Verbesserungen und neue Fahrgäste. Einige von euch haben in der Vergangenheit angemerkt, dass die Station St. Pauli in Subway Sim bisher nicht korrekt nachgebildet war. Auch dieses Problem haben wir im Zuge der Überarbeitung behoben. Und es warten noch viele weitere Verbesserungen in Hamburg auf euch, die wir in den nächsten Wochen und Monaten präsentieren werden. Last but not least dürfen wir auch den verbesserten NPC, nämlich unseren Meta-Humans in Hamburg, nicht fehlen. Egal ob Fahrgäste oder Fahrer von KI-Zügen, die neuen Charaktere bringen viel mehr Abwechslung und Leben in Hamburger U-Bahn. Und das hatten wir ja auch schon vor knapp zwei Wochen angeschnitten, nämlich die Meta-Humans. Hier haben wir nämlich ein komplett überarbeitetes und neu konstruiertes Ensemble der Charaktere, die wesentlich schöner daherkommen, die auch jetzt auf den ersten Blick so wirken, als hätte man sie selbst erstellt. Beziehungsweise, aber wenn wir einfach mal ein bisschen zurückspulen zu Subway Sim Hamburg-Zeiten, da wurde auch schon gesagt, dass die NPCs selbst kreiert worden sind. Aber schlussendlich waren es auch nur Assists aus der Unreal Engine-Reihe, die im Endeffekt auch in vielen, vielen anderen Spielen irgendwann aufzufinden waren.
das, meine Freunde, war es eigentlich auch schon gewesen. Also das, was man gefühlt eigentlich auch schon so vor knapp einem Monat preisgegeben hat, dass man ja auch natürlich an Hamburg arbeitet und Hamburg komplett neu gemacht hat, hat man jetzt nochmal mit neuen Bildern aufgezeigt, was auf alle Fälle eine sehr, sehr schöne Sache ist. Grundsätzlich bleibt für uns jetzt als Konsumenten, als Spieler, als Hobbygamer ja eigentlich nur eine Sache. Wenn das Spiel herauskommt, hat es Zukunft, wenn das Spiel herauskommt, welche Neuerungen warten auf uns? Denn gerade Subways in Hamburg deutet ja eigentlich eher darauf hin, dass wir auch Neuerungen erhalten, neue Linien. Und das wurde natürlich jetzt aufgrund von Subways in 2 sehr schön in Akta gelegt. Aber ich hoffe mal, dass man diese Philosophie nachgeht, dass man sagt, in Hamburg und Berlin gibt es später auch gerne mit DLCs, die ein bisschen was kosten, neue Linien und es sich einfach dabei belässt. Und im Endeffekt, wie bei Subways in Hamburg, und wahrscheinlich wird es auch so kommen, das ist heutzutage einfach so, die Technologie ist ja fortgeschrittener, aber das, was man gerne hier den Konsumenten zeigen möchte, wird immer komplexer und dadurch schleichen sich sehr gerne Fehler ein, aber ich hoffe mal nicht, dass man die ersten Monate damit verbringt, wieder ein Spiel wirklich von Grunde auf nochmal zu erneuern, um es halt wirklich zum Laufen zu bringen. Das hatten wir leider jetzt schon bei Subways in Hamburg. Ich hoffe da ja, dass man natürlich jetzt auch, wenn man die Hamburger Strecke dazu holt, auch wenn man sie komplett nochmal neu aufwertet mit vielen neuen Sachen, dass man gerne auch die Erfahrung sowohl negativ, aber auch positiv mit reinbringt und dass man von Anfang an zum Release an ein vernünftiges Spiel hat. Wie gesagt, das Ganze soll für PC und den Konsolen herauskommen. 2025 wird soweit sein. Laut den Text, den man jetzt so ein bisschen herauslesen kann, müssten wir wahrscheinlich uns noch ein paar Monate gedulden, denn es heißt ja immer wieder, begleitet uns gerne mit in den nächsten Wochen und Monaten in Sachen Entwicklertagebüchern. Also, bin mal gespannt, ich hoffe mal Sommer, Herbst 2025 ist es soweit und wir können alle gemeinsam sowohl auf Konsolen als aber auf dem PC Hamburg und Berlin unsicher machen. In diesem Sinne, Freunde, wir sehen und hören uns bei der nächsten Folge rund um Subway Sim 2. Bis dahin, macht's gut, kommt gut in die neue Woche und Tschüssikowski.